Was wäre, wenn Sie Ihren Kundenstamm verfünffachen könnten? Die Rechnung ist einfach. Nur rund 20% der Kaufentscheidungen werden von Männern getroffen. Sorry, meine Herren, aber das beweisen internationale Studien. So werden 80% der Kaufentscheidungen von Frauen getroffen. Berücksichtigen Sie das auch schon bei Ihren Marketingaktivitäten? Weiß das auch Ihr Verkaufsteam? Im aktuellen Fortune 500 sind die Frauen als Wirtschaftskraft auf dem Titelblatt und auch Mercedes-Boss Dieter Zetsche hat diese Zielgruppe und das Thema zur Chefsache erklärt. Fernab, dass wir immer nur mit rosa Design, Klamotten, Schuhen, Kosmetik und kleinen Autos mit großem Kofferraum in diese Schublade hineingepresst werden. Ich gebe ja zu, es ist ganz schön herausfordernd, uns als Zielgruppe zu gewinnen. Da höre ich dann öfter, wir machen eh was für Frauen. Himmel, aber das klingt, als wären wir eine hilfsbedürftige Zielgruppe. Wir Frauen, die wir im Business stehen, wir verdienen gutes Geld. Wir wollen dieses Geld auch investieren, geben es aus, legen es an, entscheiden uns nicht nur für Einraumwohnungen, sondern gönnen uns auch Penthäuser und wollen auch mal einen richtigen Schlitten fahren mit Komfort, Sicherheit und Luxus und jeder Menge PS. Wie können Unternehmen uns als Zielgruppe intelligent gewinnen? Beispiel gefällig? Ganz Bayern war in Männerhand. Ganz Bayern? Denn da war eine Stadt, eine Bank, ein Vorstand, eine Marketingleiterin. Und gemeinsam haben wir den Event Die selbstbewusste Frau veranstaltet. Die Veranstaltung war blitzartig ausgebucht. Kein Wunder, geht's doch in diesem Vortrag darum, das eigene Leben richtig erfolgreich in die Hand zu nehmen. Werfen wir doch mal einen Blick hinein. Ein Inventarstück im Unternehmen zu werden, war für mich klar, das muss sich ändern. Ist sie zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, zu braun, zu blond? Die Wölfin hat keine fixen Attribute. Wie schaut denn ihr Umfeld aus? Wie schaut es mit Komplimenten aus? Wie oft bekommen Sie ein Kompliment? Selten? Dann sollten Sie Ihr Umfeld wechseln. Und es tut auch gut, mal sich selber auf die Schulter zu klopfen und sagen, ich weiß, du kannst das. Yeah, das geht wirklich. Wer von Ihnen hat Kinder? Okay, wer war schon mal Kind? Die Wölfin sagt, ich pfeife auf den Überperfektionismus. Ich ersetze Perfektionismus durch Professionalität. Weil professionell zu sein erlaubt auch, Fehler zu machen. Professionalität erlaubt auch, einmal hinzufallen. Unser Leben wird immer kürzer, je länger wir leben. Wir haben im Moment auch nur eines. Die Frage ist, was machen wir draus? Ich nehme mit, dass sie die Sachen auf den Punkt gebracht hat, dass man sich wiedergefunden hat in vielen Sachen. Die Energie, das Flair von ihr, das, dass sie das vermitteln kann, die Kraft warm zu geben, das, ja, du schaffst es. Und also das einfach die Ermutigung dazu, was zu tun, was man sich vorher vielleicht nicht zugetraut hat. Ich fand es super, wie die freigesprochen hat und wie sie das Thema rübergebracht hat. War sehr eindrucksvolle Person. Warum wir die Frau Eichhorn wieder gebucht haben, das war die Resonanz aus der letzten Veranstaltung im vergangenen Jahr. Ich bin auch nach dem Vortrag angesprochen worden und gesagt, ja, Mensch, ich hatte leider keine Zeit, ich wollte auch kommen, habe schon gehört, das war sehr interessant, sehr aufschlussreich und das war der Grund, dass wir gesagt haben, wir wiederholen es nochmal auf Wunsch oder auf Anregung auch von unseren Kundinnen. Die Kundinnen wurden Multiplikatorinnen der Bank. Ist das nicht cool? Und wenn Sie diese Zielgruppe intelligent gewinnen wollen, dann rufen Sie mich an. And it is with great honor that today I get to award the first Austrian woman and the third GSA University graduate with her CSP. As the president of the National Speakers Association, it is my great honor to introduce you to Eureka Alcorn, certified speaking professional.